Ray Dalio ist normalerweise nicht der Mann für Effekthascherei. Umso eher sollte man natürlich hinhören, wenn jemand wie Ray Dalio dann von der Möglichkeit eines ökonomischen Desasters spricht. Wenn sogar das Wort Finanzkrise hier wieder auftaucht. Wir hören genau hin, wir schauen genau hin auf die Risiken, die sich aus seiner Sicht am Horizont abzeichnen könnten. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Das China-Problem, das kann und darf man nicht kleinreden, selbst als Investierter. Wir haben das massive kartellrechtliche Vorgehen. Es sind im Prinzip zwei Behörden in China, die dann gegen viele Unternehmen vorgehen und das Geschäft erschweren. Punkt. Dann haben wir die abgesagten IPOs. Absolut kein Vertrauensbeweis. Dann haben wir das Vorgehen in der Gaming-Industrie. Macht sich bereits jetzt in den Quartalsergebnissen der entsprechenden Unternehmen bemerkbar. Punkt. Das ist nichts, was vielleicht kommt. Das belastet jetzt schon. Und dann haben wir schließlich und endlich natürlich auch noch diese Shadow Payments, diese Strafzahlungen, bei denen auf wundersame Art und Weise dann das ein oder andere Unternehmen wie Alibaba oder auch JD sagt, wir wollten dem chinesischen Staat eigentlich schon immer mal ein bisschen was überweisen. Ja, das war unser Herzenswunsch. Also offiziell sind es keine Strafzahlungen. Es gab ja auch die Strafzahlungen, aber es gibt auch reichlich Zahlungen, die einfach ja, so fließen, weil man das eben gerne machen möchte. Man möchte die Gemeinschaft unterstützen. Das ist natürlich eine Form von Kompensation, die da stattfindet und eine Form von Zahlung, wo dann quid pro quo gesagt wird, naja, dafür lassen wir euch aber wieder eine Zeit lang in Ruhe. Ist das belastend für die Unternehmen? Na, fraglos. Und es ist vor allen Dingen auch mal ein, ja, wie ein Damoklesschwert, was immer über diesen Unternehmen schwebt und wer weiß, was da noch alles kommen mag. Und das möchte ich ganz am Anfang sagen. Wenn ich hier also gleich über antizyklische Investmentmöglichkeiten spreche, dann will ich damit nicht vom Tisch wischen, dass die Risiken existent sind. Welches Risiko Ray Dalio als besonders gravierend betrachtet, das schauen wir uns aber jetzt direkt auf dem Bildschirm an. So, das hier ist richtig starker Tobak auf CNBC. Denn der Hedgefonds-Milliardär Ray Dalio denkt, es könnte ein weiteres ökonomisches Desaster auf uns zukommen. Das heißt also, die nächste große Krise seit 2008 haben wir ja keine mehr am Finanzmarkt gesehen. Alle anderen Krisen haben letztendlich zu kurzen Einbrüchen am Markt geführt, waren aber allesamt Kaufchancen. Bei der Finanzkrise musste man sich durchaus etwas zurückhalten. Das heißt also, das Wort Krise hat hier tatsächlich auch seinen Namen verdient. Zuerst aber soll es ein bisschen positiver sein, denn ich möchte zahlreiche Weihnachtswünsche erfüllen. Es gab nämlich unheimlich viel positives Feedback zum Special aus dem August bzw. September. Und ich kann mir auch denken, warum. Denn in diesem Special hat Alexander Mittermeier, absoluter Krypto-Experte, gerade wenn es auch um die zweite und dritte Reihe geht, seinen Favoriten für die nächsten Monate genannt. Und das war hier Terra Luna. Und das hat dieser Coin seitdem draus gemacht. Ich habe gerade eben rund eine Stunde mit Alexander telefoniert. Aufgezeichnet davon haben wir etwa 45 Minuten und habe ihn genau das wieder gefragt. Ja, was sind deine Favoriten für das Jahr 2022? Und ich kann es nicht anders sagen, ich traue mich mal raus und sage, 95, wahrscheinlich eher 99% von euch haben von diesen beiden Werten noch nicht gehört. Und insofern ist das hier wirklich hochwertigster Content. Und ich traue mich auch zu sagen, dass ich mir sehr sicher bin, dass man für diesen Content an anderer Stelle wahnsinnig viel Geld bezahlt. Punkt. Ist so. Denn wenn jemand so viel weiß, insbesondere über diese Projekte aus der zweiten und dritten Reihe, dann ist das einfach etwas, was du woanders nicht bekommst. Aber es ist Weihnachten. Und deswegen bekommt es, das kann ich schon mal vorweg sagen, also braucht mich nicht fragen, ja, jeder, der eingetragen ist, bekommt es automatisch am Mittwoch zugeschickt. Natürlich völlig kostenlos. Und jeder, der noch nicht eingetragen ist und sagt, mich interessiert aber, wie die Favoriten für das nächste Jahr aussehen, mich interessiert insbesondere auch, ob die aktuelle Schwäche in Bitcoin eine Kaufgelegenheit ist oder ob jetzt der Kryptowinter kommt, für jeden, der da irgendwie eine Frage offen hat, der sollte sich hier eintragen. Ja? Also bitte nutzt das und schaut euch an, was wir da zu besprechen hatten. Es war
zum einen sehr unterhaltsam. Wir sind auch auf Ethereum und auf Cardano eingegangen, auch dass Cardano derzeit ja ein bisschen schwächer ist. Nutzt die Gelegenheit, ist wie gesagt ein Weihnachtsgeschenk vorgezogen. Tragt euch bitte ein, falls noch nicht geschehen. Und jetzt schauen wir auf das, was Ray Dalio hier in ungewohnter Deutlichkeit in einem Interview besprochen hat, nämlich, ja, die finanzielle Krise im Jahr 2008 war etwas, was er nicht unmittelbar vorhergesehen hat. Er hat währenddessen sich mehrfach geäußert. Er hat aber sehr genau beschrieben, was wohl in der Folge kommen könnte. Und jetzt hat er doch eine recht offene Warnung ausgesprochen, weil er sagt, da ist eine mögliche ökonomische Krise am Horizont absehbar. I think we're at risk of a war with China. Dazu muss man sagen, dass er in diesem Fall und im weiteren Verlauf des Gesprächs wird das klar, jetzt nicht eine offene militärische Konfliktsituation meint. Da gehe ich jetzt gleich im Anschluss noch drauf ein. Ja, Stichwort Taiwan, das spielt natürlich eine Rolle, sondern vielmehr, Entschuldigung, einen großen Handelskrieg. Das wird natürlich den gesamten Markt betreffen. Ich habe aus seinem neuesten Buch bisher nur einige Kapitel gelesen. Ja, er hat einiges an, man kann sich sehr schön bei ihm eintragen. Und dann bekommt man so vorab einige Passagen geschickt. Es ist ja nicht immer ganz der easy stuff, das zu lesen. Aber es lohnt sich tatsächlich. Und er hat gerade ein Principles for Dealing with the Changing World Order, er hat gerade ein Buch geschrieben, auch das wird wieder vermutlich in Gänze lesenswert sein, wo er genau diesen Clash beschrieben hat. Ja, China hat den klaren Anspruch, die Nummer eins zu sein, und zwar auf allen Ebenen. Dann gibt es aber auch noch die USA, das ist die aktuelle Nummer eins. Und ja, das endet am Ende so ein bisschen so wie bei Hamilton und Verstappen. Zum Ende der Saison hin wird es dann halt auch mal ein bisschen ruppig. Und wenn es ruppig wird zwischen den USA und China, dann kann sich das natürlich auch am Aktienmarkt widerspiegeln. Und das tut es zum Teil ja auch schon. Wenn wir mal von Luna rüberspringen auf JD, ja, und das ist noch der Wert, wir haben ihn, das kann ich ganz offen sagen, im Zukunftsdepot der Renditespezialisten schon sehr, sehr lange, sind also über 170% im Gewinn. Aber auch hier, die letzten Monate waren letztendlich Seitwärtsgeplänkel. Und das war noch das Stärkste, was man derzeit bekommen konnte. Wenn wir uns andere Werte anschauen, dann haben die sich deutlich schwächer entwickelt in dieser Phase. Insbesondere die Werte, bei denen der CEO vielleicht sogar mit seinen, ich würde ihm dem Jack Ma jetzt gar nicht mal die Schuld geben. Ja? Die Schuld, dass der, ja, die Kartellbehörden in China immer deutlicher werden und immer rigoroser in ihrem Vorgehen. Wir haben hier Strafzahlungen, es sind natürlich verdeckte Schattenstrafzahlungen, wenn man so will, aber in Milliardenhöhe. Das heißt, ich möchte das Problem gar nicht kleinreden und es hängt ganz sicherlich auch nicht damit zusammen, dass Jack Ma sich jetzt einmal ein bisschen zu laut geäußert hat, aber das war offensichtlich der Punkt, an dem man gesagt hat, okay, jetzt ist es Zeit, mal ganz klarzustellen, wer hier die Agenda bastelt. Das sind eben nicht die Unternehmen, sondern das sind wir. Ich habe zu dieser Delisting-Problematik ein Video gemacht, habt ihr vielleicht auch gesehen, ja, ist in der letzten Woche gewesen, China-Aktien vor dem Aus. Das heißt also, das Thema des Delistings möchte ich jetzt nicht nochmal separat besprechen. Alles, was ich zu sagen hatte, ist in diesem Video drin. Wir können hier keine hundertprozentige Gewissheit haben, aber ich werde es im Fazit gleich auch nochmal feststellen. Meines Erachtens ist das Thema ein bisschen hochgekocht. Das Thema des Delistings. Die Themen oder der Themenblock, den Ray Dalio hier aufwirft, das ist tatsächlich einer, der den Markt belasten könnte. Keine Frage. Handelskrieg, extrem schädlich, aber ist teilweise ja schon intakt. Wir erleben es ja jetzt schon. Ein tatsächlicher Krieg wäre natürlich nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Bevor man jetzt aber seinem Nachbarn erzählt, weißt du was, Ray Dalio hat gesagt, wir werden bald Krieg mit China haben, sollte man vielleicht Ray Dalios Tipp, wie man mit solchen Krisen umgeht, beherzigen. Er sagt nämlich, if you worry, you don't have to worry. And if you don't worry, you have to worry. Also, sprich, wenn du dich sorgst,
dann komm runter, sorg dich nicht. Aber wenn du dich gar nicht sorgst, dann solltest du dich sorgen. Was heißt das? Das heißt also, du musst dich vorbereiten, auch in deinem Depot. Wer jetzt aus diesem Abschwung in China-Aktien macht, oh, all in China-Aktien, weil billiger wird es nicht mehr, der begeht natürlich einen Fehler, zumindest mal aus Sicht von Ray Dalio, weil er alle Eier in einen Korb legt. Wer jetzt sagt, raus aus China-Aktien, der macht natürlich genau das Gegenteil von jedem, der sagt, antizyklische Investitionen sind das, was mir Erfolg bringen wird. Und tatsächlich, ob es nun ein Ray Dalio oder ein Warren Buffett ist oder auch noch viele, viele andere. Dieser uralte Spruch, kauf doch mal den Dollar für 50 Cent, dann wirst du erfolgreich sein an der Börse. Der gilt eben jetzt für China. Antizyklik gibt es nicht mit rosa Schleife drum. Und ich habe kürzlich in einem Webinar besprochen, weil ich dachte, ja, sag mal, wie negativ ist denn jetzt die Stimmung hier bitte für chinesische Assets? Ja, absoluter Wahnsinn. Also bis hin zu, die werde ich nie wieder anfassen. Das akzeptiere ich natürlich, denn am Ende des Tages muss ja jeder mit seinen Investments im Depot gut schlafen können. Aber die Bücher lesen und dann sagen, ja, ich kaufe, wenn das Blut die Straßen runterläuft. Ja, da ist, wie gesagt, keine rosa Schleife dann dran. Dann tut es eben auch richtig weh. Ein Costolani ist damit reich geworden, dass er mitten in den Krieg hinein in Anleihen investiert hat. Zu einem Zeitpunkt, wo man dachte, nie wieder wird irgendeiner, die, insbesondere die Kriegsverlierer, die werden ihre Anleihen nie mehr begleichen können. Hyperinflation ohne Ende. Das ist so wie in die schwärzeste Stunde hinein Argentinien-Anleihen kaufen, hoch 10. Mit dem einzigen Unterschied, dass Argentinien eben keine große Industrienation ist. Und hier große Industrienation im sehr offenen Konflikt. Wir sprechen hier immer überhin über den Zweiten Weltkrieg miteinander waren. Und auch Aktien. Natürlich waren die dann am Boden. Aber das hat sich wie ein Hochrisiko-Investment angeführt. Und dementsprechend, ist er dafür auch entlohnt worden für dieses Risiko. Wenn man jetzt sagt, China, ich muss hier einfach nur raus, Risiko. Ja, deswegen sind chinesische Tech-Aktien trotz vergleichbarer Wachstumsraten 50% billiger im Durchschnitt. Wenn wir uns wir können uns ja den Net Asset Value der großen Beteiligungsunternehmen wie Tencent angucken. Und wenn wir dann Google gegenüberstellen oder einige andere, dann kann man sagen, 50% weniger kosten sie. Also Antizyklik tut manchmal auch weh. Wer natürlich sagt, morgen werden wir eine militärische Auseinandersetzung sehen, so, bei dem sollte man dann, ja, wenn du es weißt, auf jeden Fall, dann werden die Aktien billiger. Also, kommen wir nochmal zum Fazit. So, und ihr merkt schon, ich möchte heute eine gewisse Ausgewogenheit zwischen Chance und Risiko herstellen, so wie sie sich meines Erachtens auch darstellt. Nach dieser flammenden Rede für antizyklisches Investieren gleicht die Warnung, dass insbesondere die letzten Handelstage des Jahres, so viele sind es ja nicht mehr, auch für die chinesischen Aktien nochmal einen Dämpfer bedeuten könnten. Man weiß es nie ganz genau, aber dieser Effekt des Tax Loss Selling könnte sich gerade in chinesischen Aktien sehr bemerkbar machen. Ja, für einen deutschen Anleger spielt es keine allzu große Rolle, wann er verkauft, weil wir ja halt einen Verlust oder einen Gewinntopf haben, im besten Fall, der permanent verrechnet. Gewinne gegen Verluste bei Aktienveräußerungsgeschäften werden gegeneinander verrechnet, aber nicht auf den Stichtag, das ist nicht ganz so entscheidend. In den USA ist das wichtig und deswegen erlebt man dort häufig, dass die Aktien, die das ganze Jahr schon unter Druck geraten sind, beziehungsweise sich schwach verhalten haben, ja, dass die dann nochmal aus den Depots rausfliegen, um hier diesen Verlust zumindest mal vorübergehend zu realisieren, dann vielleicht mit Gewinnen verrechnen zu können. Und das Ganze dreht sich dann zu Beginn eines Jahres wieder um, wenn dann die Aktien wieder zurückgekauft werden. Also es kann durchaus sein, dass die China-Aktien hier nochmal unter Druck geraten. Ansonsten würde ich diesen gesamten Themenkomplex, ja, ihr habt es mitbekommen, es gibt diese Variable Interest Entities, also viele chinesische Aktien, da seid ihr nicht direkt investiert, sondern über so eine Cayman Island Konstruktion. Und dann haben wir das Problem der ADRs. Ich habe es teilweise im Video schon besprochen. Für mich ist das etwas zu hoch gekocht. Wie wahrscheinlich ist denn, dass China sagt, ha, da haben wir euch aber alle mal an der Nase rumgeführt. Also hier verkennt der ein oder andere, wie die eigentlichen Pläne sind. Und ich weiß auch nicht, wie viele Magazine und YouTube-Kanäle sich noch auf diese Konstruktionen stürzen wollen, als ob sie hier gerade die geheimen Panama-Akten geöffnet hätten. Also das weiß man ja nun schon vom allerersten Tag an. Schaut euch die Aisin eurer China-Aktie an.
Ja, da erkennt ihr schon, dass ganz offensichtlich das Herkunftsland ganz selten nur China, praktisch nie China ist, weil ihr keine Festland-China, also ihr könnt keine Original-China-Aktien kaufen als Ausländer, ist so. Also so ganz geheim war das auch in den Jahren davor nicht. Jetzt wird es halt nochmal hochgekocht. Für mich ist diese Delisting-Problematik nicht das Entscheidende. Die anderen Punkte, die ich eingangs nannte, Kartellrecht, die Eingriffe in den Gaming-Sektor, die Strafzahlung, all das schwingt da mit. All das ist meines Erachtens in den Kursen drin. Was man hier aus dieser China-Thematik aber rausnehmen muss, als separaten Risikofaktor, ist ganz klar Taiwan. Taiwan schwingt mit, aber meines Erachtens ist das nicht in den Kursen enthalten. Sollte es also tatsächlich eine Invasion Chinas in Taiwan geben, dann spielt es noch nicht mal eine Rolle, ob es eine Reaktion des Westens geben wird oder nicht. Wir haben derzeit sehr klare Worte der G7-Staaten in Richtung Russland, aber auch in Richtung China. Wenn ihr dieses oder jenes macht, gegenüber Russland ist man etwas offensiver als gegenüber China, dann wird das Konsequenzen haben, wie auch immer die aussehen. Aber das will man mit China, zwischen China und den USA garantiert nicht. Und insofern, ich hoffe es schlicht und einfach nicht, dass es hier eine Invasion geben wird, denn damit steigt tatsächlich das Risiko eines militärischen Konflikts sofort sehr viel höher, als wir es derzeit haben und als wir es derzeit auch in den Kursen haben. Nur, ich sage euch was, ob ihr dann chinesische Aktien im Depot habt, ja, die werden darunter fraglos. Lest ihr morgen in der Headline oder morgens, morgen muss ich ja noch nicht unbedingt sein, von einer Invasion Chinas in Taiwan. Dann habt ihr eure China-Aktien natürlich sofort ein bisschen billiger im Depot. Ob ihr diesen Verlust dann realisiert, ist ja nochmal eine andere Frage. Dann wird es vermutlich zu spät sein für eine Verlustbegrenzung. Ein Stopp hilft euch dann nicht. Das wird natürlich aber auch den Rest des Aktienmarktes brutal runterziehen. Ja, dann verlieren China-Aktien von mir aus 40%, der Rest des Marktes verliert aber 30%. Das wird dann passieren. Insofern ist das dann schon lange kein reines China-Thema mehr. Und eins muss man auch sagen, selbst in diesem Fall, und ja, wenn ich einen Weihnachtswunsch äußern darf, dann würde ich sagen, sowas doch bitteschön nicht. Selbst in dem Fall muss man sich natürlich fragen, was beispielsweise, und dann kommt es eben wieder auf das Unternehmen an, was bei einer JD? Die machen ja gar keinen Umsatz im Ausland. Hört der chinesische Konsument auf, dann zu konsumieren? Nochmal, die Kursverluste werden da sein, aber man sollte sich sein Investment genau anschauen. Wie nachhaltig wird das Investment von diesem oder jenem Unternehmen denn durch diesen oder jenen Fall dann gestört? Die temporäre Bewertung am Aktienmarkt, das ist was ganz anderes. Da ist ganz viel Psychologie mit drin und die werden dann unter Druck geraten. Ja, aber als beim langfristigen Investment wäre das dann möglicherweise eben auch eine Kaufgelegenheit. Und dass wir sowas wie den Kalten Krieg zwischen China und den USA erleben, ich möchte es hier gar nicht lange besprechen, damit ich nicht, ja, ihr wisst ja, wie es mit den Propheten ist, die dann am Ende die Nachricht überbringen. Also es wäre für beide Seiten eine absolute Verlustsituation. Nach der Spieltheorie von Nash wird das also nicht passieren. Wir werden sehen, ich wollte es nur als separaten Risikofaktor betrachten. Taiwan kann ein enormer Risikofaktor sein, aber für den gesamten Aktienmarkt. Ich bleibe in meinen chinesischen Aktien investiert, weil ich im Laufe der Jahre natürlich auch gelernt habe, dass antizyklisches Investment auch bedeutet, antizyklisch zu handeln und eben nicht darauf zu warten, dass man sagt, es ist eigentlich alles okay, wir nehmen die Kurse nur ganz kurz runter für dich, damit du, lieber Investor, jetzt einsteigen kannst. Ist ja in Wahrheit nicht so schlimm, wissen wir alle. So funktioniert es an der Börse nicht. Also entweder es tut dann richtig weh und dann kriegt man eben diese Kurse oder eben nicht. Kann auch noch schlimmer werden. Jo. Und ob man das selber dann ausnutzt oder ob man sagt, nee, ich muss hier raus. Oder vielleicht, wenn man Risikoklasse 2 oder 3 nur wählt, dass man sagt, keine Direktinvestments mehr, sondern ich gehe eher auf ETFs mit mehr China-Exposure. Das geht ja auch. Eure Entscheidung. Und das war's für heute. Nochmal die Erinnerung, am Mittwoch das Gespräch mit Alexander Mittermeier. Das wollt ihr nicht verpassen im Report. Bitte eintragen, falls noch nicht geschehen.